Ich bin aufgewacht und mir kamen die Tränen, weil ich so happy war, dass dieser ganze Weg, der einfach sehr lang war und auch mit so vielen Gedanken und so vielen Zweifeln auch meinerseits verbunden waren am Ende, weil ich mir bis zur OP irgendwie dann dachte, okay, vielleicht ist das doch nicht die richtige Entscheidung. Und ich wollte es aber trotzdem durchziehen, weil ich mir trotzdem dachte, naja, aber eigentlich ist es schon die richtige Entscheidung. Und ja, dann bin ich aufgewacht und dachte mir so, ich kann nicht mehr schwanger werden. Desired, der Podcast. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desired, der Podcast. Ich bin Alice und spreche heute mit einer tollen Gästin über ein mal wieder sehr, sehr spannendes Thema. Und zwar spreche ich mit Sarah. Sarah ist 27 Jahre alt und seit 2 Jahren sterilisiert. Und in ihrem eigenen Podcast und via Social Media spricht sie über ihre Erfahrungen und heute zum Glück auch mit mir. Hi Sarah, schön, dass du da bist. Hi, es ist sehr schön, mal in einem anderen Podcast zu sein. Also sehr, sehr aufregend. Ja, so rum kann es auch laufen. Hallo. Hi. Wir wollen heute sprechen über Sterilisation im Allgemeinen, aber natürlich auch über deine. Denn über deine Erfahrungen sprichst du, wie du sagst, in deinem eigenen Podcast und auch über Social Media, was ich wahnsinnig spannend finde. Denn wenn ich so persönlich überlege, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis kenne ich keine Frau, keine Person, die sterilisiert ist tatsächlich. Und ich habe meinen Aufruf ja gestartet über den Verein Selbstbestimmt Steril. So sind wir auch in Kontakt gekommen. Und da habe ich wahnsinnig viele Antworten auf den Aufruf des Vereins bekommen. Und dachte so, wow, okay, das Thema ist da, ist präsent. Und die Frauen haben wirklich großes Interesse, darüber zu sprechen. Total, also weil das ganze Thema noch so tabuisiert wird und man als Frau oder als Person mit Uterus einfach sich sehr viel anhören muss, teilweise einen sehr schweren Weg vor sich hat, wenn man sich entscheidet, kinderfrei zu leben oder sich sogar entscheidet, sich sterilisieren zu lassen. Und es ist schön, gehört zu werden und auch Vorbilder zu haben. Also da ist ein ganz, ganz großer Bedarf da. Absolut. Darauf gehen wir auch später nochmal auf jeden Fall im Detail ein. Aber ich würde dir auch gerne zu Beginn unserer Folge die vielleicht größte Frage stellen wollen. Und zwar will ich wissen, ob du in Worte fassen kannst, wieso, weshalb, warum du das Kinderkriegen komplett für dich ausgeschlossen hast. Das ist eine riesige Frage, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, weil so viele Gründe reinzählen. Ich würde versuchen, das mal irgendwie ein Thema einzuordnen und das ein bisschen runterzubrechen. Also der erste Punkt ist, dass ich schlichtweg einfach nicht gut mit Kindern umgehen kann. Also ich bin kein Mensch, dem es etwas gibt, wenn ein Kind mich anlächelt. Ich kann unfassbar schlecht mit Kindern spielen. Also ich finde das sehr langweilig, mit Kindern zu spielen. Ich kann auch irgendwie nicht so gut mit Kindern reden. Also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich rede mit Kindern wie mit Erwachsenen und das ja, ich weiß nicht, ich komme mir dann selbst immer so etwas komisch vor. Und ich hatte damals auch mit 15 so ein Pflichtpraktikum gemacht in der Schule, in einem Kindergarten, weil ich mir damals noch dachte, hey, ich bin eine Frau, ich muss da mit Kindern klarkommen, das ist doch meine Aufgabe und meine Bestimmung. Und da habe ich das sehr, sehr doll gemerkt, dass ich mit Kindern halt gar nicht kann. So, also das war für mich gar nichts, dieses Praktikum. Also das ist für mich ein großer Punkt. Dann zählt für mich mit rein, dass ich ein introvertierter und hochsensibler Mensch bin und sehr viel Ruhe brauche für mich. Also ich liebe es auch mal tagelang allein zu sein und ich kann ein Kind halt schlecht mal 3 Tage irgendwie aussperren aus der Wohnung. Das ja, würde halt überhaupt gar nicht gehen und ich wäre auch sehr schlecht darin, auf Schlaf zu verzichten, weil das auch wieder dann sehr viel mentale Kraft kosten würde für mich. Und ja, also da bin ich mir selbst einfach und meine eigene psychische Gesundheit zu wichtig. Wiederum liebe ich meine Freiheit. Also ich finde es großartig, dass ich Verantwortung für mich und naja, für meine beiden Katzen trage, die aber ja nicht so viel fordern. Und ich kann einfach machen, was ich will. Und ich könnte sagen, okay, ich habe jetzt Bock irgendwie umzuziehen und muss halt da nicht drauf achten, dass da eine gute Schule oder ein guter Kindergarten in der Nähe ist. Ich
kann meinen Urlaub so gestalten, wie ich möchte. Ich kann ganz viele Kulturangebote genießen, was Kinder vielleicht sehr langweilig finden würden. Also ich kann unterm Strich machen, was ich will und meine Freiheit genießen. Und das will ich nicht einbüßen. Hm. Wiederum auch ist der Umweltfaktor für mich sehr relevant geworden. Also das ist, würde ich sagen, sogar einer der letzten Gründe, die für mich damit dazugekommen sind. Ich hatte damals das Buch Kinder frei, statt Kinder losgelesen von Verena Pfundschweiger. Und sie hatte damals auch von dem Umweltfeminismus gesprochen und hatte da auch angebracht, wie viel CO2, also wie viel Tonnen CO2 man einspart, wenn man sich gegen ein Kind entscheidet. Und das fand ich einfach so, augenöffnend und war für mich einfach nochmal ein sehr bestärkender und irgendwie auch ein sehr schöner Grund, zu sagen, ja, irgendwie möchte ich auch für die Umwelt kein Kind in die Welt setzen. Was natürlich nicht heißt, dass Menschen, die sich für Kinder entscheiden, die größten Umweltsünder aller Zeiten sind. Aber für mich war das einfach auch noch ein Grund, der mich darin bestärkt hat. Und ich glaube, das waren so die größten Gründe. Was noch dazu zählt, ist, dass ich sehr lange eine starke Tokophobie hatte, also diese Angst vor Schwangerschaft. Schwanger zu werden, das hat mich sehr, sehr lange begleitet bis zu meiner Sterilisation. Hat auch dazu geführt, dass ich unter Panik mal, obwohl der rationale Teil in mir gesagt hat, das kann jetzt nicht sein, einfach mal einen Schwangerschaftstest gemacht habe. Und das waren die gefühlt schlimmsten, ich weiß gar nicht, 2 Minuten während der Auswertung, die ich so durchlebt hatte, weil ich mir so Panik gemacht hatte, oh mein Gott, was ist, wenn ich jetzt schwanger bin, da ist mein Leben vorbei und so weiter. Und generell, was das ganze Thema Verhütung angeht, hatte ich sehr viele Ängste. Ich hatte immer Angst, dass irgendwas mit, keine Ahnung, mit Kondomen oder so jetzt vielleicht falsch lief oder so. Teilweise, falls das jetzt nicht zu TMI ist, aber teilweise stand ich auch im Bad und habe nach dem Geschlechtsverkehr irgendwie Wasser in das Kondom laufen lassen, um zu schauen, ist da irgendwo noch drin? Oh ja. Und, also das war wirklich sehr, sehr groß, diese Angst. Ja. Und das zeigt mir ja dann auch, ich glaube, Kinder sind einfach nichts für mich. Wann hast du dann das erste Mal gemerkt, dass eine Sterilisation für dich wirklich in Frage kommt? Also, das ist vielleicht nicht so etwas wie ein Wunschdenken oder so ein Gedanke wie, ach ja, das wär's schon, sondern so, nein, ich will das jetzt wirklich durchziehen. Gab's da nochmal so etwas wie einen Schlüsselmoment? Den gab's, lass mich überlegen, ich glaube so Ende 2019, da kam auf YouTube vom Y-Kollektiv, das ist glaube ich so ein Funkformat, kam eine Reportage zu einer Frau, die sich sterilisieren lassen wollte. Also sie wurde quasi dann von dem Team begleitet, den ganzen Prozess am Tag der OP quasi. Und das war für mich so, dass ich mir dachte, wow, also ich hatte davor schon von Sterilisation gehört, aber ich habe das nie so wirklich darauf bezogen, dass das ja für mich auch eine Option sein könnte und dass das ja auch eine Form der Verhütung ist. Und das war für mich so das erste Mal, dass ich das für mich auch verstanden habe und auch auf mich beziehen konnte und mir gedacht habe, okay, das wäre eigentlich die optimalste Option, nicht schwanger werden zu können. Wobei, muss man dazu sagen, dass jetzt auch nicht zu 100% sicher ist. Ich glaube, der Wert liegt ähnlich wie bei der Pille, wenn ich mich nicht irre, bei Sterilisationen, weil es da immer noch mal drauf ankommt, welche Methode man verwendet. Es gibt quasi sehr unsichere Methoden, beispielsweise wenn die Eileiter abgeklemmt werden, ist das unsicherer, als wenn sie durchtrennt oder halt rausgenommen werden. Und das zählt dann alles mit rein quasi. Aber für mich war das so, dass ich mir dachte, mehr kann ich halt nicht machen. Also dadurch hatte das für mich irgendwie ein sehr positives Gefühl, weil ich mir dachte, das ist halt so eines der stärksten Verhütungsmittel quasi. Wenn ich jetzt dass ich mir meine Gebärmutter rausoperieren lassen könnte. Aber da hatte ich das damals so das erste Mal auf dem Schirm und hatte das eigentlich die ganze Zeit immer im Hinterkopf und habe damals aber noch in Sachsen gewohnt und dachte mir, na gut, in Sachsen gibt es halt dann leider wenig Frauenärztinnen, die eine Sterilisation durchführen. Und mir war halt bewusst, dass ich sehr gerne nach Berlin ziehen möchte
Und da habe ich mir mehr Chancen ausgerechnet und habe es dann quasi einfach dann auf die Zeit geschoben, wenn ich dann in Berlin bin, dass ich das dann aktiv angehen will. Und habe dann in der Zeit bis zu meinem Umzug nach Berlin mich einfach sehr viel mit dem ganzen Thema beschäftigt. Also habe viel recherchiert, habe geschaut, worauf muss ich achten, habe dann auch gemerkt, okay, es kann super schwer sein, sich sterilisieren zu lassen. Man kann, also es können einem sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt werden, auch von ärztlicher Seite. Und der hatte mir damals Selbstbestimmt Steril sehr geholfen, die Seite, weil sie sehr viele Fragen für mich geklärt haben, quasi, weil da auf dieser interaktiven Karte, die diese Seite anbietet, auch Frauenärztinnen gezeigt werden in Deutschland, die eine Sterilisation durchführen und teilweise auch die Bedingungen da gezeigt werden, also wie alt muss man sein und so weiter. Und das hatte mir sehr geholfen, mich gut darauf vorzubereiten und mir bewusst zu machen, worauf ich da achten muss. Wie war denn dann dein Weg zur Sterilisation? War der, ja, wie du sagst, mit vielen Hürden ausgelegt? Ging es am Ende doch überraschend schnell? Muss man als junge Frau sowas wie einen Psychotest ablegen, was ich auch schon gelesen habe, bevor man sterilisiert wird? Was waren da deine Erfahrungen? Also ich würde es, glaube ich, so unterbrechen und sagen, der Weg war lang, aber ohne, also mit wenig Hürden, würde ich sagen. Also es hat halt 2 Jahre gedauert, bis ich, also von dem Zeitpunkt, als ich die Reportage gesehen habe, 2019 bis Frühjahr 2021, als ich dann die Sterilisation hatte. Und ich hatte, ja, wie gesagt, bis, also 2020 bin ich dann nach Berlin gezogen und die Zeit davor habe ich halt genutzt, mich vorzubereiten und so weiter und zu wissen, was auf mich zukommt. Und habe dann Anfang 2021, ja, habe ich mich dann quasi für eine Frauenärztin entschieden, die ich über Selbstbestimmt Steril gefunden hatte. Und ja, habe dann einen Termin für ein Vorgespräch ausgemacht für die Sterilisation und das wurde, glaube ich, auch direkt online angeboten. Also ich musste da nicht anrufen und so weiter, was mich sehr gefreut hat. Und hab mich dann aber ähnlich wie bei einem Vorstellungsgespräch auf dieses Gespräch vorbereitet. Also ich habe mir überlegt, okay, was ziehe ich an? Welche Fragen könnten mir gestellt werden? Welche Argumente muss ich bringen, damit ich auch wirklich überzeugen kann? Weil ich auch diese Geschichten von, ja, ich muss dann noch irgendwie ein psychologisches Gutachten irgendwie vorlegen, das habe ich auch schon alles gehört. Oder eben auch, dass gesagt wird oder gesagt werden könnte, ja, mit 26 sind sie auf jeden Fall noch zu jung, um das zu machen. Und ja, habe ich mir halt irgendwie alles versucht zurechtzulegen. Und ja, dann war ich bei der Frauenärztin und sie ist ein Engel gewesen. Also sie hat nur, nehme ich an, wahrscheinlich der Form halber gefragt, ob ich mir sicher bin, dass ich das machen möchte, das habe ich bejaht und dann hat sie mir schon den ganzen Vorgang erklärt und hat mich einfach total unterstützt und es war dann einfach so, dass ich sehr, sehr viel blute, wenn ich Wunden habe oder beispielsweise auch meine Tage habe. Also ich bin eine, ich weiß nicht, starke Bluterin, ich weiß nicht, ob man das so formuliert. Man kann sich was drunter vorstellen. Ja. Und, was aber wahrscheinlich irgendwie einfach nur an der Blutgruppe liegt. Und da war sie zum Beispiel etwas unsicher und hat dann gesagt, naja, ich fühle mich etwas unsicher, die OP durchzuführen, weil ich das noch nicht unter diesen Bedingungen gemacht hatte. Und sie hat mir dann aber einfach einen anderen Frauenarzt, zu einem anderen Frauenarzt überwiesen, der auch Sterilisation durchführt. Und sie hat mich einfach komplett unterstützt und auch dann der Weg zu diesem zweiten Frauenarzt war sehr unkompliziert. Und ja, also es war quasi, ja, wie gesagt, es war ein eher langer Weg mit einem kleinen Umweg, würde ich sagen. Aber mir wurden halt so von ärztlicher Seite gar keine Hürden in den Weg gelegt. Ich würde sagen, ich hatte halt auch einfach Glück, selbstbestimmt steril gefunden zu haben und dass ich mich auch vorher gut informieren konnte, was so auf mich zukommt, bei welchen Frauenärztinnen ich es aber versuchen kann. Und ich hatte aber einfach auch Glück mit dieser Frauenärztin. Also
Ja, man kann es nicht anders sagen, leider. Das glaube ich auch, weil da habe ich auch bei der Recherche wirklich ganz andere Geschichten gelesen. Du sicherlich natürlich ja dann auch. Und es wird ja diesen Verein und die Liste des Vereins auch nicht ohne Grund geben, denke ich mir. Und wenn du von Vorbereitungen auf den Eingriff sprichst, was gehörte dann da noch so zu? War da auch zum Beispiel mit in Begriffen, dass du Familie und Freunden von den Plänen erzählst? Ja, also das hat auf jeden Fall mit dazu gehört. Und das lief, es lief unterschiedlich ab, würde ich sagen. Also meine Freundinnen hatten mich, wenn ich das noch einmal rückblickend sehe, eigentlich die ganze Zeit unterstützt. Also es war eher so, dass ich, also ich hatte vorher sowieso schon mit ihnen gesprochen, dass ich mich eher als kinderfreier Mensch definiere und nicht sehe, dass ich irgendwann Kinder haben werde. Und ich glaube, das war also nicht schwieriger, aber das hat manchmal zu mehr Diskussionen geführt, als dann später der Schritt zu sagen, ich lasse mich sterilisieren, weil ich glaube, dass ich glaube, sie wussten dann einfach auch schon, ja, sie will keine Kinder und jetzt will sie halt einfach auch dafür sorgen, dass da nichts passiert. Und da hatte ich da auf jeden Fall sehr viel Unterstützung. Ja, also darauf konnte ich mich super verlassen. Es war sehr schön. Und bei der familiären Seite war es dann eher etwas schwieriger, weil, das dann, also ich komme halt aus Sachsen, so aus Nähe des Erzgebirges. Und da ist es einfach noch etwas konservativer. Und der Lebensweg sieht bei vielen noch etwas konservativer aus. Und da, ja, ist das natürlich etwas schwierig, wenn man dann als Frau sagt, ja, Kinder sind nicht so für mich und ich würde jetzt auch gern operativ dafür sorgen, dass es dabei bleibt. Und das hatte schon viele Diskussionen nach sich gezogen. Und das war teilweise sehr schwierig, aber ich bin trotzdem dran geblieben. Also mir war es trotzdem wichtig, weiterhin mit meiner Familie auch drüber zu reden, auch wenn es manchmal etwas schwierig war. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir drüber reden können, wo ich mich auch akzeptiert und respektiert fühle mit meiner Entscheidung und wo ich auch merke, dass meine Familie auch viel offener geworden ist und jetzt wahrscheinlich auch einfach mehr Akzeptanz für so einen Lebensweg hat. Und es war halt einfach neu. Es war halt einfach neu, dass mal jemand sagt, nee, ich, also gerade auch eine Frau sagt, ich sehe mich nicht so mit Kindern. Also es hat viele Diskussionen, aber auch viel Verständnis gebraucht. Ja, und also kannst du das so generell bestätigen, dass sobald eine Frau es wirklich ausspricht, dass sie keine Kinder haben möchte, irgendwie direkt überlegt wird, was könnte mit ihr nicht stimmen? Irgendwas oh muss mein da Gott. Doch im Bestand. Also es ist irgendwie, man wird sehr schnell so als irgendwie nicht ganz richtig dargestellt. In gewissen Kreisen. Das ist natürlich nicht auf alle und eins zu eins übertragbar, aber bei gewissen Generationen, in gewissen Kreisen, Gemeinden, da ist es doch irgendwie schon sehr auffällig, das ja. So wie, du willst keine Kinder, what? Ja, total. Also ich habe ja auch online viel darüber, also ich spreche jetzt auch online viel darüber, aber damals war es zum Beispiel auch viel über YouTube. Und ich würde jetzt zum Beispiel sagen, die Instagram-Community ist viel, viel lieber als meine YouTube-Community damals. Da gab es zwar auch viele unterstützende Kommentare, aber so viele Kommentare, die dann auch in die Richtung gingen wie, das ist doch die Aufgabe der Frau, Kinder zu bekommen, du bist keine richtige Frau, wenn du keine Kinder bekommst. Auch Aussagen wie, wenn du als deutsche Frau keine Kinder bekommst, haben wir irgendwann mehr ausländische Kinder, sprich Deutschland wird untergehen. Auf einmal ist so die Verantwortung eines ganzen Landes so, lastet auf einmal auf meinen Schultern. Und ich denke mir, in die Richtung will ich gar nicht gehen. Ich erlebe das auch sehr viel, gerade wenn öffentlich über das Thema Sterilisation gesprochen wird, dass das oftmals aus der rechten Szene als Werbung deklariert wird. Das hatte ich leider auch schon erlebt, dass dann auch Videos oder so von der AfD geteilt werden mit Aussagen wie, ja, die Frauen in diesem Video, die sich zur Sterilisation äußern, wollen jetzt alle Frauen dazu überreden, sich sterilisieren zu lassen. Und wie gesagt, Deutschland wird untergehen, bla bla bla. Und es sind böse Frauen und gute Frauen sind nur die, die Kinder kriegen. Und ja. Also so eine intime und lebensverändernde
Entscheidung, die kann man doch im besten Fall nur für sich oder die muss man nur für sich alleine treffen. Dass daraus ein Politikum wird, finde ich absolut schräg. Und ich glaube, es ist auch das eine auszusprechen, dass man keine Kinder will, aber dann nochmal was ganz anderes zu sagen, dass man sterilisiert ist, also aktiv auch, wie du sagst, was dagegen tut, dass es nicht zur Schwangerschaft kommt. Ja, wie sind da so die Reaktionen, Kommentare? Ich glaube, gerade wenn man sagt, man lässt sich sterilisieren, ist das für viele so erschütternd, weil sie dann merken, okay, sie meint das ernst. Hm. So, sie will wirklich keine Kinder, weil davor hört man ja sehr viel von, also entweder wird es einem abgesprochen, man hört so etwas wie, ja, ach, du bist noch so jung, mit Mitte 20, so, das ändert sich, obwohl ich, keine Ahnung, bis zu meiner Sterilisation ja schon seit über 10 Jahren wusste, dass Kinder nichts für mich sind, aber trotzdem wurde ich als zu jung dargestellt. Und auch von ärztlicher Seite wird ja beispielsweise auch die Selbstbestimmung über den eigenen Körper, die man ja schon eigentlich ab 18 Jahren hat, teilweise abgesprochen. Und es ist sehr polarisierend, habe ich immer das Gefühl, beziehungsweise sehe ich das auch, dass es teilweise beispielsweise auch die Frauen oder auch die Personen mit Uterus gibt, die sagen, vielen Dank, dass du darüber sprichst. Ich bekomme auch in Bezug auf meinen Podcast so viele Nachrichten, so viele DMs, wo drin steht, boah, danke, dass du einfach drüber sprichst, danke, dass du mir das Gefühl gibst, damit nicht allein zu sein, dass du mir das Gefühl gibst, nicht falsch zu sein, was mich unfassbar glücklich macht, weil ich das so gut kenne, dass, ja, wenn ich, also als ich mich dazu entschieden habe oder mir gedacht habe, okay, Kinder sind irgendwie nichts für mich, dass ich mir dachte, aber irgendwas stimmt jetzt anscheinend gerade nicht mit mir, so, weil alle um mich herum wollen ja irgendwann Kinder und ja, irgendwie gehört das ja dazu. Wieso fühle ich denn da jetzt nichts mehr? Ja, also das ist einerseits richtig schön, aber ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn das so instrumentalisiert wird, beispielsweise von politischer Seite oder wenn es so tabuisiert wird oder wenn einem so das Recht auf den eigenen Körper abgesprochen wird. Das hat man halt auch und das hat man leider auch von vielen Männern, dass dann, ich weiß nicht, was dahinter steckt. Vielleicht fühlen sie sich gekränkt in ihrem Stolz oder so. Ich weiß es nicht, dass sie sich dann rausnehmen, über weibliche Körper zu bestimmen oder weiblich gelesene Körper zu bestimmen. Und also es spielt, glaube ich, sehr viel mit rein, dass das ganze Thema so polarisiert dargestellt wird, leider. Wahrscheinlich, weil es auch die radikalste Form der Verhütung ist. Also das hast du eingangs auch erklärt, warum dir in Anführungszeichen das Verhütungsmittel nicht ausreichen, wie Spirale, Pille und Co. Ja, da ist die Sterilisation natürlich so, ja, so dieses Endgültige. Ist das endgültig, ja. Ja, total. Das ist wahrscheinlich total das, was es so polarisierend auch macht. Ja, und ich habe immer das Gefühl, dass Leute, die dann ankommen mit Kommentaren wie, ja, das wirst du doch bereuen und so weiter. Menschen, die sich dazu entschieden haben, sich sterilisieren zu lassen, irgendwie unterstellen, man hätte sich nicht genug Gedanken darum gemacht. Also ich habe 2 Jahre drüber nachgedacht und ich kenne andere, die auch, also ich habe bisher niemanden kennengelernt, die gesagt hat, ich habe das von heute auf morgen entschieden und dann war das soweit. Also nee, es war immer so, dass sich die Personen immer sehr intensiv darüber Gedanken gemacht haben, zum einen, warum will ich eigentlich keine Kinder, und sehr reflektiert daran gegangen sind und das nie eine egoistische Entscheidung war, sondern häufig auch eine Entscheidung, ich weiß gar nicht, wie ich das gut formulieren kann, aber dass die Entscheidung gegen das Kind auch eine Entscheidung für das Kind war, also dass man sagt, mir geht es zum Beispiel psychisch einfach nicht gut und ein Kind würde mich belasten und ich könnte dadurch aber auch nicht gut für das Kind sorgen, oder dass sie gesagt haben, ich habe einfach eine Krankheit, die mich körperlich einschränkt, bei der ich aber weiß, dass sie vererbbar ist und das will ich einfach nicht, deswegen will ich keine Kinder. Oder die sagen, ich weiß, dass ein Kind mir einfach zu viel abverlangt oder dass es finanziell nicht reinpasst, und die einfach so reflektiert an die ganze Entscheidung gehen, dass das nie eine leichtfertige oder was weiß ich, egoistische Entscheidung ist. Und dasselbe halt auch bei der Sterilisation. Gerade weil man ja weiß, es ist endgültig, gerade weil man mit viel Kontra konfrontiert wird, viele Aussagen an den Kopf geworfen bekommt, wie,
du wirst dann im Alter später allein sein und so weiter. Das bleibt ja hängen. Also es war bei mir zum Beispiel auch nie so, dass mir das nie Angst gemacht hätte oder mich nie berührt hätte, sondern ich habe mir ja auch, also es hätte trotzdem für Zweifel gesorgt bei mir, und ich habe mir sehr lange darüber Gedanken gemacht. Aber ich habe dann immer gedacht, nee, also ich weiß ja eh nicht, was kommt. Ich weiß nicht, wie alt ich werde. Und selbst wenn, vielleicht bereue ich es auch einfach gar nicht. Ah, wow. Sorry, jetzt musste ich hier nochmal über die Anschlussfrage nachdenken, weil ich, ja, das sind einfach sehr schöne Worte, die irgendwie sehr berühren. Und ach Gott, gerade aktuell, also könnte man vielleicht auch so ein bisschen zusammenfassen, dass eine Sterilisation einer der krassesten Akte der Selbstbestimmung ist, die eine Frau heutzutage noch durchführen kann. Voll. Das auf jeden Fall, aber es ist auch super privilegiert. Also ich bin einfach sehr, sehr dankbar, sowohl in einer Zeit als auch in einem Land zu leben, wo ich das überhaupt entscheiden darf, dass ich keine Kinder will. Und klar ist der Weg teilweise sehr anstrengend. Und ich sage immer, also es ist immer so witzig, weil ich sage, also weil ich auch in meinem Podcast sage, so eigentlich ist dieses ganze Kinderthema ja total privat. Und eigentlich ist es ja dann auch komisch, dass ich einen ganzen Podcast dazu mache. Aber ich sage immer, ja, mein Ziel ist es halt, irgendwann nicht mehr drüber reden zu müssen, weil es vielleicht irgendwann nicht mehr so tabuisiert wird. Aber ja, einfach, dass ich drüber reden kann, über meine Erfahrungen, weil ich mich für ein kinderfreies Leben entscheiden darf, ja, ist halt einfach super privilegiert, weil es in anderen Ländern, in anderen Kulturen einfach anders ist. Aber ja, es gibt heute halt trotzdem immer noch Hindernisse. Ja. Und wie war das dann nach deinem Eingriff, so das erste Blinzeln, das erste Mal die Augen aufschlagen nach der Operation? Wie hast du dich gefühlt? Körperlich wie mental? Es ist so kitschig, ich habe geweint. Also aus Freude. Ich habe aus Freude Ja. geweint. Ich bin Wow. aufgewacht und mir kamen die Tränen, weil ich so happy war, dass dieser ganze Weg, ja, der einfach sehr lang war und auch mit so vielen Gedanken und so vielen Zweifeln auch meinerseits verbunden waren am Ende, weil ich mir bis zur OP irgendwie dann dachte, okay, vielleicht, also so, es war halt immer diese kleine Wahrscheinlichkeit, vielleicht ist es doch nicht die richtige Entscheidung. Und ich wollte es aber trotzdem durchziehen, weil ich mir trotzdem dachte, naja, aber eigentlich ist es schon die richtige Entscheidung. Aber die Zweifel anderer bleiben halt, wie gesagt, hängen. Und ja, dann bin ich aufgewacht und dachte mir so, ich habe das jetzt durchgezogen und ich kann nicht mehr schwanger werden. Und das hat mich unfassbar glücklich gemacht. Und es hat aber, glaube ich, dann noch so 2 Wochen gedauert, bis es richtig in meinem Kopf angekommen ist, dass ich nicht mehr schwanger werden kann. Es war so witzig, weil ich war dann so die ersten Tage nach der OP, hat es sich auf einmal so normal angefühlt. Und ich dachte mir so, okay, that's it. So mehr, also mehr fühle ich jetzt gerade nicht. Ich dachte, ich bin irgendwie, also die Anfangseuphorie war dann irgendwie weg. Und ich dachte mir so, ja, okay, schade. Irgendwie hätte ich gedacht, ich freue mich mehr. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es nur so in meinem Kopf ankommen musste, dass ich wirklich nicht mehr schwanger werden kann. Und dann wurde ich wirklich gefühlt von Woche zu Woche glücklicher. Irgendwann war so dieser Punkt, wo ich das Gefühl hatte, boah, wenn mir draußen jemand auf der Straße entgegenkommt, ich will dieser Person einfach sagen, wie glücklich ich bin, dass ich nicht mehr schwanger werden kann. Und ja, also so mental ist es immer mehr, also hatte ich immer mehr ein Hoch quasi, und das quasi gestiegen ist. Aber körperlich hatte ich auch gar keine Probleme. Also klar, also die OP läuft wie eine Bauchspiegelung ab. Es gibt 2 Schnitte in der Nähe vom Bauchnabel und dann noch so bei der Schamhaargrenze, die aber total klein sind. Und da hatte ich gar keine Schmerzen nach der OP. Also es hat manchmal ein bisschen gezwickt, wenn ich mich irgendwie bewegt habe, aber nicht so, dass ich irgendwie eine Schmerztablette nehmen musste. Und auch so, ja, ist das auch super schnell verheilt. Und ja, ich glaube, nach 2 Monaten oder sowas konnte ich da auch wieder normal Sport machen und so. Aber ja, nee, gar keine Probleme. Was aber gut war, war, dass nach der OP, beziehungsweise am Tag der OP und dann noch 2 Tage später war dann einfach eine Freundin bei mir, die mich ein bisschen bemuttert hat quasi, die für mich gekocht hat und so weiter. Und das war schon ganz gut.
Also, dass da einfach jemand da war und wenn mir irgendwas runtergefallen ist, dass sie sich gebückt hat und nicht ich. Ja, das Ja. war sehr, sehr schön. Und der Zyklus und die Menstruation, die sind auch, werden auch nicht davon beeinflusst, oder? Nee, leider nicht. Das habe ich leider immer noch. Also, genau, nee, das bleibt. Also, auch der Hormonhaushalt oder so, da wird jetzt durch die, also weil ja quasi nur die Eileiter durchtrennt und verödet werden, der wird dadurch nicht beeinflusst. Also, das habe ich nach wie vor normal. Ich glaube, es wäre anders, wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt die Gebärmutter hätte entfernen lassen. Ich glaube, das hätte dann also einen viel größeren Effekt gehabt. Aber so war das einfach alles in allem sehr unkompliziert. Und ich glaube, der Eingriff gilt auch unter den Frauenärztinnen als eine Routine-OP, weil das halt, wie gesagt, wie so eine Bauchspiegelung ist. Genau. Muss jetzt trotzdem aber nochmal auf was eingehen, was du davor gesagt hattest, und zwar, dass du eigentlich bis kurz vor der OP Zweifel hattest, ob es das Richtige Ja. ist. Mit was für Zweifeln hast du dich denn da rumgeschlagen? Mit den Zweifeln anderer. So grob gesagt, also es war jetzt nicht, dass ich mir selbst dachte, boah, das könnte jetzt ein Fehler sein, dass du das machst, sondern es waren diese Sätze von anderen, die sich irgendwie in meinem Kopf eingenistet hatten. Also Sätze wie, ja, vielleicht bereue ich das ja, was ist, wenn ich dann, also vielleicht finde ich dann wirklich blöd, im Alter alleine zu sein, oder was ist, wenn ich vielleicht doch mal irgendwann ein Kind haben will oder so etwas? Und ich habe aber immer wieder gemerkt, dass das irgendwie nicht von mir kam. Also es war immer so mein Gefühl, dass ich mir trotz dieser Zweifel vertrauen konnte in meinem Weg und in meiner Entscheidung, weil ich immer gedacht habe, okay, aber ich glaube, ja, wie gesagt, das kommt nicht so von mir. Und Haben sich die Zweifel denn jetzt, so knapp 2 Jahre nach der OP, haben die sich gelegt? total. Kommen die mal wieder aufgeploppt oder ist es eher so, nein, war richtig? Nee, also es ist, ja, wie du gesagt hast, es war richtig, auf jeden Fall. Also jetzt ist es eher so, dass ich mir manchmal vorstelle, wie so eine Art Paralleluniversum. Keine Ahnung, wie wäre es denn bei einer anderen Sarah, die jetzt vielleicht Kinder hat, also die auch unbedingt Kinder möchte. Ja, wie würde denn jetzt bei ihr das Leben ablaufen? Aber bei mir hat es sich nach der OP immer gut angefühlt. Also es gab nicht einen einzelnen Tag, wo ich das bereut habe, weil ich auch immer wusste, also es war noch quasi immer so meine Kunde damals noch vor der OP, als ich so die Zweifel hatte, dass ich mir auch immer dachte, ja, Sarah, aber du weißt ja auch, warum du keine Kinder willst. Also, dass ich, ja, dass ich auf meine mentale Gesundheit achten will, dass ich meine Freiheit liebe, dass ich auch einfach nicht gut mit Kindern umgehen kann. Das war dann immer so meine Gründe, wo ich wusste, okay, wie gesagt, das kommt nicht von mir, diese Zweifel. Und das hat sich bis heute eigentlich auch gar nicht geändert. Es ist ja, wie gesagt, immer so, dass ich so denke, naja, in einem anderen Leben wäre es vielleicht anders. Aber auch gerade das Thema, ja, vielleicht bereust du es irgendwann oder vielleicht bist du irgendwann im Alter alleine, merke ich immer mehr, dass ich das Gefühl habe, worüber ich auch sehr glücklich bin, dass ich mir aber auch vertrauen kann, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe und dass ich auch weiß, irgendwie, ich werde schon im Alter nicht alleine sein. Also ich werde Kontakte knüpfen. Obwohl ich introvertiert bin, kann ich ganz gut socializen. Ich glaube, das kann ich im Alter auch noch. Und ich darf mir da vertrauen, dass ich nicht alleine bin. Und ich meine, wenn alle Menschen, die Kinder haben, im Alter nicht alleine wären, hätten wir auch kein Problem mit Altersheim und so weiter. Also das ist ja auch wieder eine andere Frage, oder? Einfach generell Einsamkeit im Alter Ja, ist ja ein total. Riesenthema, was durch Corona noch präsenter natürlich geworden ist, Total. ne? Was Und Kinder sind nie eine Sicherheit. Also man weiß nie, was passiert, was mit dem Kind passiert, was mit der Beziehung zu dem Kind passiert, was mit einem selbst passiert. Also ja, man sollte ein Kind, glaube ich, einfach nie als Versicherung ansehen für sich selbst. Und wie sieht das Ganze bei dir und dem Thema Dating aus? Bei Insta habe ich gelesen, dass du überlegst, wieder zu daten. Habe ich das richtig? Ja, du möchtest wieder ins Dating-Leben jumpen. Wie ist das denn dann mit deiner Sterilisation? Ist das ein Thema, was schnell aufkommt? Ist das was, was du ganz behutsam, ganz langsam ansprichst? Sprichst, hast du schon Erfahrungen gesammelt mit dem Thema? Ja, also das ist, also ich bin ein riesiger Fan vom Online-Dating. Also
Deswegen nutze ich auch immer so die Profile, um, also mein Profil, um da einfach auch schon klar reinzuschreiben, dass ich keine Kinder möchte, beziehungsweise, dass ich halt auch sterilisiert bin, also dass die Leute einfach schon Bescheid wissen, wie es dabei steht. Und ich spreche das auch, wenn es zu einem Date kommt, spätestens beim zweiten Date an, weil ich finde, das ist einfach ein Thema, wo es keine Kompromisse gibt. Also entweder, ja, man, also ich weiß nicht, entweder man möchte halt Kinder oder man möchte sie nicht. Beziehungsweise, das will ich jetzt auch dazu sagen, ist natürlich auch völlig okay, wenn man sich nie so richtig sicher ist oder wenn man ja einfach keine richtige Entscheidung dafür sich treffen kann, das ist auch völlig in Ordnung, aber es gibt bei diesem Thema keinen richtigen Kompromiss. Und deswegen, ja, liegt es mir super doll am Herzen, das schon sehr früh abzuklären, bevor es irgendwie ernster wird mit einer anderen Person und man dann vielleicht an einem Punkt ist, wo man merkt, okay, eigentlich ist es super schön und ich habe jetzt irgendwie doch schon sehr viele Gefühle entwickelt und kann mir schon eine Zukunft vorstellen, aber ja, die andere Person will Kinder, da bin ich halt raus und dann ist das, glaube ich, super schmerzhaft. Das glaube ich auch. Ich glaube generell, die K-Frage kann in vielen Beziehungen echt für Zündstoff sorgen, weil, wie du sagst, klar, da gibt es keine Kompromisse. Nee, also ich hatte mal, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte, aber irgendwo hatte ich mal von einem Kompromiss gelesen, wo ein Paar dann gesagt hatte, ich weiß gar nicht, wie es aufgeteilt war, aber jemand aus der Beziehung wollte halt ein Kind und die andere Person nicht. Und ich glaube, der Mann war es und er hat dann eine Erziehung zum Erzieher gemacht, eine Ausbildung zum Erzieher gemacht. Und, okay. Und das war für ihn dann quasi Kompromiss genug. Und das hat für ihn wunderbar funktioniert, aber ich glaube, sowas ist halt, ich glaube, für sowas muss man schon sehr viel Glück haben, dass man das dann so irgendwie regeln kann. Aber ja. Wie wäre es denn, wenn du dein Traumdate hast und dann heißt es, ach so, aber ich habe ein Kind. Wäre das für ein Ausschlusskriterium für dich? Aktuell ja. Also ich wüsste nicht, wie Zukunftssache in 10 Jahren darauf reagieren würde. Aber aktuell, ja, weil, ja, irgendwie, das Kind wäre ja trotzdem, also nicht nur Teil des Lebens der anderen Personen, die ich da, also meines Dates quasi, sondern auch irgendwie Thema in der Beziehung. Und etwas, ja, was man ja nicht einfach tabuisieren kann, wo man ja nicht einfach drüber reden kann und was nicht irgendwie Teil dann auch meiner Realität wäre. Und ja, dafür hätte ich einfach keine Kapazitäten. Also das ja, wäre für mich einfach keine Option bisher. Wie gesagt, ich wüsste nicht, wie es in ein paar Jahren ist. Vielleicht kann ich mir das dann irgendwie vorstellen. Aber aktuell würde ich mir auch denken, ich bin jemand, die sehr gern viel gibt in einer Beziehung. Und ich, also jetzt wäre so mein Gefühl, dass es dann vielleicht gar nicht so ausgeglichen wäre. Also dass ich dann vielleicht jemand bin, die dann sehr viel an den anderen Partner oder Partnerin gibt, aber die andere Person könnte mir vielleicht nicht das zurückgeben, was ich mir wünschen würde, einfach weil sie ja auch noch für ihr Kind da sein muss. Und ja, ich glaube, ich hätte das Gefühl, vielleicht ein bisschen hinten angestellt zu werden. Und ja, ehrlicherweise würde ich das nicht wollen. Wobei, mir fällt auch jetzt gerade noch ein, dass das auch, also dass das auch ein Argument ist, was von vielen ja super gern genutzt wird, zu sagen, ja, also keine Ahnung, Sarah, du willst keine Kinder, aber was ist, wenn du auf den Traummann triffst, der unbedingt Kinder will, dann änderst du doch deine Meinung. Das ist auch ein Argument, was so gern genutzt wird, also dass man ja so beeinflussbar ist, man muss nur auf den Prinzen warten und dann merkt man schon, dass man eigentlich Kinder will. Ja, was? Weißt du ja Bescheid. Oh Mann, also wovon oder wo hoffentlich und ganz bestimmt keine Argumente und ungefragten Aussagen kommen, ist vielleicht über dein Spotify-Podcast und dein Instagram-Kanal, weil da geht es alles um
pro Sterilisation und auch pro kinderfreies Leben. Bei Instagram findet man dich unter Sarah B. Und dein Podcast heißt, je nachdem, wie man ihn liest, Kinderfrei unglücklich oder Kinderfrei und glücklich. Sehr gut. Das habe ich geschafft. Genau, also spannender Name auf jeden Fall. Und auch eine ordentliche große Community, die du dir da aufgebaut hast. Dankeschön. Echt cool und einfach, ja, einfach mal wieder ein Beweis, wie gefragt dieses Thema ist und wie groß der Wunsch nach Austausch da einfach total ist. Und einfach eben in einer geschützten Bubble zu sein, wo es nicht diese Argumente gibt, wie, ja, aber der richtige Mann würde ich schon überzeugen. Also total, setze ich jetzt einfach so voraus. Aber ich glaube, ihr seid da alle sehr auf einem Nenner. Und ja, was sind so die größten Learnings, die du aus deinem Podcast und Social Media so mitnehmen konntest? Ich glaube, dass, was du jetzt schon gesagt hast, dass es wirklich so dieses Angebot quasi braucht, also dass da eine riesige Nachfrage da ist, weil sich viele halt diesen Safe Space wünschen, wo es darum geht, dass es okay ist, wenn man keine Kinder möchte und wenn man sich, ja, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich sterilisieren lassen zu wollen. Und ja, ich finde das einfach wunderschön, dem Ganzen eine Stimme geben zu können und anderen einfach ein Gefühl geben zu können von, ja, du bist nicht alleine. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, ist auch die Bestärkung. Also ich versuche auch jeden Monat so ein Discord-Treffen auf die Beine zu stellen, wo wir einfach uns online so über ein bestimmtes Thema rund um kinderfreies Leben austauschen. Und auch da diese Bestärkung zu erleben, finde ich immer wieder so schön, weil mich selbst das auch immer so motiviert, dran zu bleiben und meine Stimme zu nutzen. Und also ich glaube, mir hat das gezeigt, dass drüber geredet werden muss und dass es wichtig ist, darüber zu reden. Also, dass ich auch sehr, sehr gerne meine Stimme dafür nutze, auch wenn es ein super privates Thema ist und so weiter. Aber ich mag es einfach total. Ja, und eben weil es so ein privates Thema ist, erfordert es ja unfassbaren Mut und wahrscheinlich brauchst du auch wirklich ein dickes Fell oder hast es dir angelegt über die Zeit, weil wie du sagtest, deine YouTube-Community oder die YouTube-Community war da auch ganz anders drauf als jetzt bei Insta. Deswegen auch absolut Respekt für die Arbeit und für den Mut und Dankeschön. Was du da alles reinsteckst. Dankeschön. Gerne, weil die Nachfrage eben so da ist. Und der Austausch, und der ist ja auch wichtig, der Austausch. Total, ja. Weil welchen Lebensentwurf man immer auch für sich ausgewählt hat, dafür sollte man nicht diskriminiert werden und da ist es einfach wunderschön, Gleichgesinnte zu finden und sich austauschen zu können. Ja, das ist, also das war auch etwas, was ich sehr doll durch diese Community, also über den Podcast und Instagram gemerkt habe, dass es einfach so, also mit wie viel Dankbarkeit das verbunden ist, einerseits aus Sicht meiner Community, aber auch von mir aus, also aus meiner Sicht, wie dankbar ich selbst dafür bin, mich mit anderen darüber austauschen zu können, weil ich selbst immer wieder so viel dazu lerne, neue Geschichten höre von Frauen, wie sie ihren Weg gehen, sehe, auf welche Probleme sie stoßen, welche Hürden sie überwinden müssen, aber dann einfach gemeinsam so den Weg zu gehen, ist halt mega schön. Das glaube ich dir. Dann will ich das direkt mal als Schlusswort auffangen. Ha, den Ball. Und dir einfach nur ganz viel Erfolg, Freude, Durchhaltevermögen, was man alles braucht für deine weitere Arbeit in diesem Bereich wünschen. Vielen Dank. Sehr gerne. Und würde damit hier unser nettes Pläuschen beenden. Und mich ganz, ganz doll bedanken, dass du da warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich habe zu danken. Also ich finde es wirklich sehr, sehr schön, mal Gästin gewesen zu sein. Ja. Und freue mich super doll, dass ich ja Teil des Desire-Podcasts sein durfte. Mega schön. Ja. Sehr gerne, liebe Sarah. Und für euch verlinken wir natürlich den Spotify-Kanal, Instagram, Social Media, alles, was es gibt in den Shownotes, sodass ihr noch viel mehr von Sarah hören und sehen und lesen könnt. Und jetzt machen wir Schluss und ich trinke ein Weinchen. Das klingt sehr gut. Ich gehe meine Katzen streicheln. Sarah, danke, dass du hier warst. Mach's gut. Vielen Dank dir. Ciao.